Hallo liebe Fight-Fans, neben mir MMA-Veteran Moose Rebon mit seinem Übersetzer. Moose, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich imposanten Sieg. Ich répète encore une fois la même question. Il te donne les gratulations pour le fight. Et qu'est-ce que vous dites? Tu dis merci. Ok, thank you so much. Es sah ein wenig so aus, als ob er ihn provozieren wollte. Er ist immer sehr ruhig geblieben, hat die Hände tief genommen und dann ist er wirklich explosionsartig auf ihn zugegangen mit Schlägen oder auch Takedowns. War dies genau sein Gameplan? Est-ce que le fight que tu as fait, est-ce que ça c'était exactement tous les coups et toutes les calculations de tes coups, est-ce que c'était prévu dans ton planning ou c'était... Non. I don't have plan. I just do. Okay. Feeling. Feeling. Yeah, just feeling. I never have plan. Never. And you did the right thing. You dominate him and took it into submission. I do my game. I try to take the less risk. Yeah. Because I fight next week. Yeah. And it will be the tournament in Vienna. Yeah, I fight to the tournament in Vienna. So it looks a little bit that you hurt your hand. Is it injury or only a little bit? Well, when I was in Grand Pound, I want to punch on his face, but I punch on his on his head. On his head. On top. Yeah, on top of his head. So, but you think that there's nothing broken or something? No, like it's that? Not broken, but when you have the next fight, it's not. It's not good to have a... And you will have to fight four fights to win the title. Yeah. And I think it's about 20,000 or 25,000 euros for the winner. So we wish you the best and hope your hand is healing. And hope to see you soon. Thank you very much, Moose Rebon. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ja, jetzt noch kurze Zusammenfassung. Ich habe mit Moose Rebon zu Beginn über seinen Kampf mit AC Antonia gesprochen und es sah ein wenig so aus, als ob er ihn mehr aus der Reserve locken wollte. Er hat immer die Hände sehr weit runtergenommen und ihn wirklich kommen lassen und dann ist er explosionsartig auf ihn los mit Schlagkombinationen, auch mit Takedowns. Hat dann ja auch am Ende mit einer Submission gewonnen und er sagte ja, einen richtigen Gameplan hat er nicht verfolgt. Für ihn war es ganz einfach sehr sicher zu kämpfen, um sich auch nicht zu verletzen und er ist mehr ein instinktiver Kämpfer, der mit sich auf das Kampfverhalten einstellt und dementsprechend dann improvisiert. Und man konnte es sehen, er hat seine Hand gekühlt und da habe ich ihn angesprochen, ja erstmal auf den bevorstehenden Kampf oder auf das bevorstehende Turnier in Wien, wo er nächste Woche teilnehmen wird. Und er hat es bestätigt, er wird dort teilnehmen und das ist ja ein Turnier, wo der Sieger viermal am Abend kämpfen muss, um halt den Titel zu gewinnen und die 25.000 Euro einzusacken. Und er macht sich nicht richtig Sorgen über seine Hand. Man konnte sehen, er hatte sie gekühlt. Er denkt nicht, dass das irgendeine ernsthafte Verletzung ist. Aber er möchte jetzt nicht richtig verletzt in so einen Kampf reingehen. Und darum hat er auch ein wenig auf Sicherheit gekämpft. Und das war im Großen und Ganzen die Zusammenfassung.